Das ist ein Loch. Da hat jemand ein Loch eingeschnitten. Sehr mysteriös. Sekretärin. Sie war die Sekretärin des Managers der Aufnahmestation. Keine wichtige Persönlichkeit, aber immer anzutreffen. Ich kann mir sie gut vorstellen, wie sie in diesem fensterlosen Büro saß und mit schwierigen Kunden sprach. Wusste sie, was hier vor sich ging? War das auf Heathers Anrufbeantworter ihre Stimme? Vielleicht, ja, vielleicht. So, da ist, oh, eine Puppe. Eine Puppe. Man hat hier also Kinder eingesperrt. Eine grauenhafte Vorstellung. So, sonst haben wir hier scheinbar nichts. So, da ging es in den Keller. Das nützt uns im Moment noch nichts. Wir haben ein Stromemblem. Nee, da brauchen wir das hier nicht. Kriegen wir das auf den Koffer eingesetzt? Wir haben eine weitere Diode. Mein Vorgesetzter Christian, ich sag's mal deutsch, hat meine Nachtschicht genehmigt. Ich freue mich schon drauf. Endlich bin ich ungestört. Und ich werde genug Geld verdienen, um diese öfter auszuführen. Der Name des Mädchens war Elizabeth, genau wie der Name meiner Mutter. Und dies ist sicherlich nur ein Zufall, ja sicherlich. Sagen sicherlich nicht. So, warte, wir gehen nochmal in den Keller, beziehungsweise an diesen Kasten, denn wir haben ja diese Diode. Oh, ach so. Okay, ja, das sollte ja machbar sein, ne? Jetzt ist die Frage, nach oben oder nach unten? Nach da unten müssen wir hin. Okay, es muss auf jeden Fall von hier kommen. The Water. Oh Moment. Nee, das können wir ja nicht ändern. Sehr schön. Dann können wir jetzt den Hebel ziehen. Haben wir jetzt den Strom ausgeschaltet? Und warum ist das Licht jetzt wieder? Ja, natürlich ist das Licht aus, weil wir den Strom ausgeschaltet haben. Ah, das war jetzt wieder klug, ey. Wir haben den Strom ausgeschaltet. Warum ist jetzt das Licht aus? Tja, Watson. Ein unlösbares Mysterium. Ich wollte jetzt an die Taschenlampe. Wo war diese Taschenlampe jetzt nochmal? Hier nicht. Allzu viele Räume waren ja nicht da, ne? Da. Ohne Batterie. Jetzt sag ich, ich brauche noch eine Batterie. Ja, 5246, aber ich weiß noch nicht, wo ich sie einsetzen soll. Und ich habe auch diesen Generalschlüssel noch nicht verwenden können. Wisst auch noch nicht genau wo. Versandumschlag. Das Schloss ging ja nicht, ne? Das hatte ich ja probiert. Genau.
Weiter zurück kann ich nicht. Das heißt, allzu viele Räume haben wir ja nicht, die hier im Moment offen wären. Ich gucke mal, was die Karte sagt. Also da, wo wir sind, soll angeblich was gehen. Der Kassette geht nichts. Da vielleicht nicht, vielleicht an dieser Maschine. Können wir den Versandumschlag vielleicht? Können wir. Da ist eine Karte drin. Die Schlüsselkarte, ich werde bekloppt. Okay. Und lieber hier. Okay, wir haben eine Filmspule und eine weitere Batterie. Na also. Der Tresor lässt sich nur mit einem Fingerabdruck öffnen. Wie ich das wohl bewerkstelligen kann. Ja. Wir gucken mal, was... Patientenakten, sie sind sicherlich schon lange tot und somit haben sie auch keine Probleme mehr. Ja, das ist wohl wahr. So, Taschenlampe. Kann ich die jetzt bitte haben? Danke. Dann kann ich mit der Taschenlampe wieder in den Keller. Ganz schön dunkel hier. Oh ja, super. Aber ich kann ja jetzt hier durch. Du musst das Wasser abstellen. Kann ich nicht die Axt schon mal nehmen? Oh, kann ich. Sehr gut. Da steht auch was. Ja gut, aber wir gehen das mal rein und stellen das Wasser ab. Der Wasserhahn fehlt natürlich. Wie sollte es anders sein? Ja, wie komme ich denn jetzt in den Wasserhahn? Okay, wir können mal gucken, was wir mit der Filmspule machen können. Das ist mir noch unklar. Aber wir haben eine Axt. Wir könnten auch was kaputt machen. Und das mag ich. Und kaputt. So, da haben wir Streichhölzer. Ich glaube nicht, dass ich das verwenden werde. Also kein... Ich möchte es keinen Schlauch. Jetzt haben wir nur Streichhölzer daraus bekommen. So, da habe ich momentan auch noch keine Idee, was wir damit machen. Also einmal können wir hier nochmal was machen. Was ist denn eigentlich mit den Handschuhen? Ja, siehst du mal. Hier waren wir noch gar nicht fertig. Ein Dietrich. Die Tasche ist verschlossen. Kann man sie mit einem Dietrich öffnen? Tatsache. Eine Drahtschere. Die finden wir ja auch öfters. Und da ist wohl das passende Draht. Der passende Draht.
Da muss was Nützliches drin sein. Okay, wir werden mit den Handschuhen mal reinpacken. Nein. Tun wir nicht. Natürlich nicht. Warum sollte man das auch tun? Können wir mit dem... Ach, da war noch Glas vor. Jetzt brauchen wir wahrscheinlich die Handschuhe. So, dann haben wir ein Schüreisen, mit dem wir wohl wieder was aufbrechen können. Wir gucken jetzt erstmal hier. Genau, das war eben schon angezeigt, dass wir hier noch was machen könnten. Kann ich mir die Zahl 52, 46 immer noch? Können wir mit der Axt? Können wir. Schlüssel und ich. Mit der Geschichte möchte ich erst gar nicht anfangen. Ich kann nie meinen Schlüssel finden. Aber hier ist auch ein Generalschlüssel. Na also. Endlich konnten wir den auch verwenden. Tach. Was geht denn mit dir? Ein Hirschgeweih in einer Heilanstalt? Ein Einrichtungsberater hätte sich hier austoben können. Scheint, als könnte man den Mund öffnen, aber wie? Ja, weiß ich auch noch nicht wie. Aber das finden wir hier vielleicht noch raus. Was haben wir denn hier? Ach, guck an, ein Wasserhahn. Verlassene Spielzeuge stimmen mich immer traurig. Oh, ein Märchenbuch, wie schrecklich, dass hier keine kleine Kinder eingesperrt waren. Ja, ist es. Ein Feuer würde den Raum erhitzen. Das heißt, das brauche ich Feuerholz. Ja. Ich hatte sowas schon befürchtet. Chris, ich habe etwas gefunden. Ich werde dir die Details schicken. Schaue bald in deinen E-Mails nach. Das hört sich sehr interessant an. Ich muss Christophers Nachnamen herausfinden, damit ich seine E-Mail lesen kann. Christophers Nachnamen. Okay, haben wir hier nicht. Lieber Christopher, ich bin sehr froh, dass du dein Ziel mit solch einem Enthusiasmus anstrebst. Du hättest allerdings vorsichtiger sein sollen. Die Krankenschwester Jessica hätte fast alles preisgegeben. Das Feuer zu legen war ein guter Zug und ihr Pech war unser Glück. Die Krankenschwester Jessica, ist das die, die dort verbrannt ist? Dann im Endeffekt? Das ist ein Brief von der Lodius-Familie. Das ist sicherlich kein Zufall. Ich muss versuchen, den zweiten Teil des Briefes zu finden. Eine Ölkanne? Ja, wir hatten doch noch irgendwo was Verrostetes, ne? Okay, den können wir hochfahren. Ich kann wirklich nicht glauben, dass es immer noch funktioniert. So. Gib deinen Vor- und Nachnamen ein, um Zugriff zu deinem Konto zu erhalten. Christopher war... Ah. Ja, das weiß ich gerade noch nicht. Ins Tagebuch gucken, aber da sehe ich ja nur eben nur einen Christian Scott. Soll ich den mal ausprobieren? Einfach mal so.
Christopher ist. Komm, Christian Scott. Christian, du musst Jack Smith ein dreifaches Gehalt anbieten, damit er die Nachtschicht übernimmt. Stelle keine Fragen und mach es sofort. Jack Smith, der alle umgebracht hat. Kein Thema. Kann ich jetzt die alle durchgehen? Also Robert Jackson vielleicht jetzt auch. Willkommen, Robert Jackson. Mein Herr, die Angestellten beginnen Fragen zu stellen. Ich habe eine der Wachen dabei erwischt, wie er die Essensanlieferung zur Heilanstalt überprüfte. Sie müssen etwas ahnen. Nur mal unter uns gefragt, warum wird kein Essen für die Patienten angeliefert? Ich schenke Smiths Aussagen bezüglich der Anlieferung keinen Glauben. Ich selbst habe nie eine Anlieferung gesehen und habe mir die Aufnahmen der Nachtschicht angesehen. So, dann haben wir noch Michael Davies. Oder Michael. Verehrter Herr, Sie baten uns, dass wir Sie umgehend informieren, wenn jemand nach Patient D fragt. Ich hörte die neue Krankenschwester Jessica, wie sie sich nach ihr erkundigte. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie Näheres über Block C erfährt. Mit freundlichen Grüßen, Thomas Smith. Okay, Block C scheint ein Problem zu sein. Jetzt ist die Frage, muss ich jetzt auch noch hier zum Beispiel Jack Miller? Ich guck mal, ob das noch irgendwas Wesentliches ergibt. Ach so. An das Sicherheitspersonal. Die Patienten dürfen bis auf Weiteres keinen Besuch empfangen. Wenn ein Familienmitglied nach ihnen fragt, dann weist alle Probleme ab und überzeugt sie, dass diese Maßnahme nur temporär ist und nur aufgrund des Feuers erhoben wurde. Ein neues elektronisches Schloss wird in Kürze installiert werden, damit alle Gäste nur den Empfangsbereich betreten können. Der Zugriff hinter dem Tor ist ab sofort auch jeglichem Personal untersagt, es sei denn, dass eine Erlaubnis erteilt wurde. Moment, ich bin Ethan Williams. Das gehen wir tatsächlich mal alle durch, weil es ja eventuell so einiges aufklärt hier. Ihr habt keinen Ethan Williams. Wilson. Ist natürlich auch falsch. An das Sicherheitspersonal. Ja, kennbar. Zurück. James Parker. Hallo, hast du Smiths letzte Anweisung gesehen? Was geht da vor sich? Wer war die letzte Person, die als letzte in die Heilanstalt ging? Ich war schon seit 3 Monaten nicht mehr dort. Ich habe ein unwohles Gefühl dabei, James. Mason Brown. Hatte ich den jetzt schon? Der steht ja da. Die kriegen natürlich alle dieselbe. Ist euch aufgefallen, dass fast überhaupt kein Essen hinter dem Empfangsbereich ausgeliefert wird? Was essen die Patienten? Wann habt ihr zum letzten Mal einen Patienten gesehen? Warum wurden die Umbaumaßnahmen in Block A gestoppt? Gruß, Robert Moore. Okay, die kriegen haben alle natürlich diese Sicherheit. Sie gehören wohl zum Sicherheitspersonal. Mal gucken, ob Jack Smith was anderes bekommen hat. Einiges anderes. Liebe Elisabeth,
Das Mädchen, das ich jede Nacht sehe, ich halte es einfach nicht mehr aus. Warum hast du dich umgebracht? Ich kann es immer noch nicht glauben. Das letzte Mal, als wir uns sahen, sagtest du, dass unser Treffen dir zu einer Entscheidung geholfen hätte. Du hast doch sicherlich nicht von Selbstmord gesprochen. Na, vielleicht doch. Sie, das Mädchen, dringt immer wieder in meine Gedanken ein. Sie hört einfach nicht auf. Sie sagt, dass sie mir helfen kann, das alles zu verstehen und um herauszufinden, was mit dieser geschah. Sie sagt, dass ich mich rächen kann. Sie sagt, dass wenn ich mich anstrenge, ich sogar die Leute, die all dies geplant haben, finden werde. Leideos oder so ähnlich. Leideos. Okay. Lisa, ich befürchte, dass dies mein letzter Brief an dich ist. Endlich weiß ich, wie alles funktioniert. Sie hat recht, diese Leute haben es verdient, für die schrecklichen Taten bestraft zu werden. Aber leider liegt es nicht in meiner Hand, meine kleine Lisa. Wie sehr ich mir doch wünsche, dass du noch bei mir wärst. Aber ich werde mein Leben nicht deiner Rache widmen. All diese Männer haben ihr Leben etwas Falschem gewidmet, doch ich möchte ein Leben voller Wahrheit. Es tut mir so leid, ich werde dies der Polizei berichten und Dahlia fernab von diesen schrecklichen Männern großziehen. Das ist das, was die wahre Elizabeth gewollt hätte. In ewiger Liebe, dein Jack. Also Jack Smith hat Dahlia dann wohl großgezogen. Jack, ich sage dir zum letzten Mal, dass ich die Tasche der Frau nicht gestohlen habe. Es ist mir egal, was du gesehen hast. Wenn du noch einmal sagst, dass ich sie genommen habe, werde ich dir eine runterhauen und sicherlich werde ich nicht so nett wie das letzte Mal sein. Niemand kann dich leiden, doch nicht, noch nicht mal deine verrückte Freundin. Tu uns allen einen Gefallen und geh zurück in dein Dorf. Also das, okay, das ist auch wieder die an das Sicherheitspersonal. James Wilson wäre der nächste. Gut, ist im Moment viel zu lesen. Aber ist ja nicht unwichtig noch. So, das ist wieder die an das Sicherheitspersonal. Hey Kumpel, vielen Dank für das Rätsel von letzter Woche. Ich hätte es wissen sollen, dass es die Rothaarige war. Wenn du dein Zeug aus dem Spind haben möchtest, dann solltest du diesen hier lösen. Jack schaut niemanden direkt an und er wird sich nie wieder umdrehen. Chris schaut ihn direkt an. Ein Paar sieht sich an, zwei schauen Chris an. Die Hälfte der Gruppe schaut nach rechts. Ich habe die ganze Woche versucht, das Rätsel zu lösen. Jetzt kannst du dich daran versuchen, Will. Ja, da sieht man, wie wichtig das ist, dass ich das hier alles lese, weil das hat er, glaube ich, jetzt ins Tagebuch eingetragen. Das können wir also später dann nochmal abrufen. Das war William Scott, ne? Genau. James Parker. Hallo, hast du das Miss letzte Anweisung gesehen? Was geht da vor sich? Ja, okay, das kennen wir. Was ist denn mit dem Tipp? Okay. Ja, ich soll wieder rausgehen, ne? Gut, das ist das mit dem Rätsel. Moment. Das ist die Geschichte. Nein, ich brauche die Hinweise. Wo war denn jetzt diese Liste? Wieso ist sie jetzt weg? Musste ich nur auf dieses Rätsel treffen und damit... weiter. Das sind jetzt die ganzen Briefe. Ah, das ist weg. Dann weiß ich die Namen jetzt nicht mehr. Ist jetzt auch nicht, wie ich da rankommen soll. Okay, deshalb kriegte ich wahrscheinlich gerade angezeigt, dass ich hier wieder raus soll.
Da sind ja nur zwei Zahlen drin. Jetzt kann ich hier schon mal. Ich muss die richtige Kombination und die Schlösser finden. Ja, ich glaube, damit bin ich hier fertig erstmal. Das war am Schreibtisch. Kaminfeuerholz haben wir immer noch nicht. Was haben wir hier unten? Steckt was. Kommen da bestimmt dran. Wir haben eine Pinzette. Ein Rubin. Ich habe es schon wieder gesehen. Hier ist irgendwas, das mich jede Nacht aus dem Schlaf reißt. Als erstes dachte ich, dass es James wäre und er mir einen Streich spielen würde. Doch jetzt muss ich. Jetzt weiß ich, dass er es nicht ist. Es ist ein Mädchen, die nachts umherschleicht. Wow. Ich habe versucht, nicht darüber nachzudenken. Jeder, der dieses Ding sah, ist kurze Zeit später gestorben. Viel zu viel Papierkram liegt hier herum. Okay, da brauchen wir wohl nichts mehr. Kann ich hier mit dem Rubin? Den kann ich einsetzen. Wir brauchen aber wohl noch einen. Okay, danach geht wahrscheinlich sein Maul auf. Okay, mehr sehe ich jetzt hier gerade nicht. So, da sehe ich drei Orte, an denen eventuell noch was geht. Ach so, ja, genau, wir haben jetzt den Wasserhahn. So, Wasser abgeschlossen. Das ist ganz interessant mit dieser Taschenlampensicht. Da gibt es ja wohl nichts mehr im Moment. Ja. Gehen wir mal den Schritt zurück. Jetzt kann er ja sich jetzt mal um Dinge hier kümmern. Wenn wir wieder Licht haben. Ach so, ja, wir haben jetzt das Wasser abgestellt. Das heißt, wir können Licht wieder anschalten. Ja, okay. Müsste erst das Kabel reparieren und dann den Strom einschalten. Dieses Kabel. Die Kiste ist wirklich sehr schwer. Vielleicht kann ich etwas finden, das ich als Hebel nutzen kann. Über ja, das hier. Okay, damit wir an das Kabel kommen wohl. Geht da nochmal die Kasse. So, Kabel repariert. Da sind wir ja Fachmann. Fachfrau natürlich in dem Fall. So, jetzt wieder runter. Dies muss sicherlich einem der Wachen gehört haben. Was haben wir hier in der Tasche? Niemand glaubt mir. Alle schauen mich an und glauben, dass ich verrückt geworden bin, weil ich Elisabeth verloren habe. Ich werde von jetzt an nur noch via E-Mail kommunizieren, keine Briefe mehr. Das ist doch verrückt, das kann kein Zufall sein. Dem Anschein nach sind unsere Familie und dieses Mädchen irgendwie miteinander verbunden. Ist Dahlia, meine verrückte tote Schwester, etwa dieses Mädchen? Wenn dem so sei, wie kann sie nachts ihr Zimmer verlassen? Da ist nichts drin. Da ist nichts drin. Ein Geldbeutel.
James, das Rätsel von letzter Woche hat mir wirklich gefallen. Jetzt bin ich dran. Der neue Code für den Spinn. Ja, habe ich dir in einer E-Mail geschickt. Überanstrenge dich nicht und lass dich nicht wieder von Christian beim Schlafen erwischen. Will. Also, James, wenn ich die E-Mail finden würde, dann könnte ich sicherlich den Spind öffnen. Jetzt bin ich nicht dran, der neue Code für den Spind. Ich habe dir eine E-Mail geschickt. Also, James hat die E-Mail geschickt. Oh, Moment, da haben wir auf jeden Fall ein... Genau, aber da scheint ja noch einer zu fehlen. Also James hat diese E-Mail geschickt. Bin gerade noch am Überlegen. Moment, gehen wir erstmal auf die Karte. Da war es nicht. Oh, Moment. Da ist Holz. Feuerholz. Also, das war die Sache mit dem Fingerabdruck. Okay, da kommen wir natürlich nicht weiter. So, da müssen wir nachher noch was machen. Hier können wir jetzt das Feuerholz benutzen. Und ein paar Streichhölzer verwenden. Im Bild selbst hat das wohl jetzt nichts gebracht, aber können wir dadurch irgendwas besser sehen? Naja, wir können auf jeden Fall einen Computer. So, Moment, also James. James war derjenige, ich weiß nur nicht, wie er mit Nachnamen. Es sei denn, ich käme jetzt wieder auf die... Vielleicht war es doof, sich die ganzen E-Mails durchzulesen. Jetzt komme ich nicht mehr an die... an die Liste mit den Mitarbeitern ran. Nochmal. James. Also müsste ich alle Nachnamen durchgehen. Naja, gut. So schwer dann auch nicht. James. Scott, war da nicht eben schon mal Scott? Ja, doppelt Scott. Miller. Wilson. Ah, okay. James Wilson. So, James Parker. Ist James... Achso. Achso, das war... Ja, das war ja dieses Rätsel, was wir schon... Aber wieso, James Parker, gibt's den auch noch? Wäre das ein anderer? Ja, okay, der ist aber uninteressant. Ja, das Rätsel kennen wir ja schon. Ich weiß aber noch nicht,
wo ich da was machen sollte. Aber was hat es mir gebracht, dass ich jetzt hier das Feuer angemacht habe? Kann ich da drin rumstochern? Nein. Okay, ich habe irgendwie Schalter A betätigt. Hatte das damit zu tun? Warum würde ich das ausschalten? Nee, muss ja nicht. Achso, ja, hier kommen wir ja noch nicht weiter. Okay.